So, herzlich willkommen heute zum neuen Video. Das hier ist nicht das Setup, ihr seht schon hier Bild in Bild. Wir bauen immer was Neues auf und wir gucken auch gerade, dass wir irgendwann vielleicht mal ein Studio kriegen und probieren neue Sachen. Heute geht's aber, Sebastian, du weißt, dass du auch schon im Bild bist, ne? Du musst nicht so traurig gucken. Hi. Heute geht's, ihr seht's an der Tafel, zeig's mal, Sebastian, um Periodisierung. Um V2 Max, Kraft, Disziplin, Schnelligkeit, Schwachstellen ist gut für mich. Machst du jetzt mal fertig oder... Ja, dann erklär. Okay, also, es geht los. Periodisieren, weil dieses Intro, da labert der immer so lange rum. Lange waren wir nicht mehr an der Tafel. Du weißt, dass ich jetzt auch dazwischen reden kann. Ne? Jetzt sind wir wieder da. Hat sich so ein scheiß Mikro da hingestellt. Jetzt labere ich die ganze Zeit dazwischen, komm. Also, okay. Thema Periodisierung. Es kamen ja ganz, ganz viele Fragen zu dem Thema und wir haben auch schon mal ein Video dazu gemacht, da ging es ja mehr um Blocktraining und es kamen aber trotzdem immer wieder viele Fragen und ich habe mir jetzt überlegt, eine Abbildung überlegt, ein Modell überlegt, wie man das Ganze nochmal übersichtlicher darstellen kann und wenn ihr euch denkt, ob das jetzt übersichtlich ist oder nicht, es ist so übersichtlich, wie möglich. Also, worum geht es hier? Also es ist ja wie so ein Trichter. Und der fängt erstmal sehr breit an, wird dann immer schmaler bis zum Wettkampf. Das kann euer Hauptwettkampf sein, das kann aber auch ein Zwischenwettkampf sein, ein Testwettkampf oder wie auch immer. Womit fängt das Ganze immer an? Und zwar hier mit einer breiten, mit so einem breiten Einlass. Und hier akkumulieren wir erstmal Accumulation. Ja, das ist von Ishurin damals das Paper, von 2010 glaube ich. Haben wir aber auch, glaube ich, schon mal verlinkt. Hier akkumulieren wir erst einmal in Blöcken spezifische Reize. Ich habe jetzt hier nicht das Low-Intensity-Training zum Beispiel hinzugefügt, weil wir davon ausgehen, das ist sowieso immer hier drin. Ja? Also in diesem oberen Bereich Low-Intensity-Training und ein gewisses Volumen machen wir eh immer. Aber wir können, und das wisst ihr ja, verschiedene Blöcke setzen. Wir haben schon, und ihr habt ganz viel gelitten, geschwitzt und vielleicht auch ein bisschen geweint im stillen Kämmerlein, ganz viele VO2 Max Blöcke gemacht. Wir haben aber auch gesagt, man könnte mal einen Krafttrainingsblock zum Beispiel im Winter setzen. Ja, also November, Dezember kann man sich ruhig einmal darauf konzentrieren. Wenn ihr euch an die Interviews, wenn ihr noch nicht gesehen habt, guckt euch die gerne nochmal an, mit dem Dan Lorang angeschaut hat. Der hat auch gesagt, ja, man könnte auch mal Disziplin irgendwie blocken. Ja? Also, das machen wir auch eigentlich schon so im Trainingslager. Also, wenn wir 2 Wochen auf Mallorca sind, sind wir demnächst ja, dann fahren wir sicherlich sehr viel Fahrrad. Ja? Oder aber, ihr wisst, irgendwie am Schwimmen, da hapert es noch ein bisschen, dann macht ihr mal eine Woche, eine Schwimmblockwoche und so weiter. Oder, weiß ich nicht, um Ostern gehen ja viele Leichtathletikvereine in ein Lauftrainingslager, schließt euch da an. Vielleicht das Gefährlichste von der Verletzungsanfälligkeit. Aber so ganz grundsätzlich geht es darum, eine einzelne Disziplin, Schwimmen, Radfahren oder Laufen, in den Vordergrund zu stellen und daran sehr spezifisch zu arbeiten. Schnelligkeit habe ich mal als Beispiel, könnte noch ein Punkt sein. Es kann aber auch Flexibilität sein, wobei das jetzt nicht so wirklich eine konditionelle Fähigkeit ist, die im Triathlon eine hohe Bedeutung hat. Und ich habe es allgemein jetzt mal beschrieben, an Schwachstellen arbeiten. Die kann natürlich auch, oder diese Schwachstellen können natürlich auch in einzelnen Disziplinen liegen. Jetzt mache ich mir gerade Gedanken, weil ich habe in 2 Wochen hast du mir Schwimmwoche aufgeschrieben. Ja, du bist so wenig geschwommen in den letzten Wochen, da habe ich mir gedacht, das ist eine kleine Hilfestellung. Ja. Also siehst du das aktuell als eine meiner Schwachstellen? Ja, sowieso. Ja. Und also erst einmal geht es aber darum, Inhalte, Trainingsinhalte zu akkumulieren und dann werdet ihr auch sicherlich stark ermüden. Also in dieser Phase werdet ihr sicherlich keine guten Leistungen großartig erzielen. Nach so einem Block, aber ihr wisst es zum Beispiel, nach einem 4- oder 12-Wochen Block VO2 Max, wisst ihr, haben die meisten uns schon geschrieben, FTP geht nach oben, wunderbar, könnt ihr schon einen Wettkampf machen, theoretisch, wenn ihr Radsportler seid. Dann gibt es die Transmutation-Phase. Da habe ich jetzt mal gesagt, hier geht es um die Anpassung der Fauler Max, also der Laktatbildungsrate, wisst ihr ja, ein wichtiger Parameter im Ausdauersport. Wenn ihr seht, zum Beispiel in einer Langdistanzvorbereitung, oh, das ist noch eine Schwachstelle, die ist noch zu hoch, also euer Kohlenhydratverbrauch ist noch zu hoch, könnte man jetzt hingehen und die senken. Wenn ihr jetzt andersrum merkt, ja, für eine Sprintdistanz, da fehlt noch ein bisschen Spritzigkeit oder ein Ligarennen, wenn ihr auch mal, weil ich nach einem Wendepunkt öfter, es gibt ja so Wendepunktstrecken, dann könnte man auch sagen, okay, man trainiert da ruhig auch nochmal Antritte und erhöht ein bisschen die Fauler Max und so weiter und so fort.
Allgemein geht es im Triathlon natürlich immer darum, die Fowler Max möglichst zu senken, ja, gerade auf den längeren Distanzen. Und es geht darum, natürlich jetzt spezifisches Training zu machen, also ob das jetzt ein Ironman ist oder eben auch nochmal ein Wechseltraining, Koppeltraining kann man wöchentlich auch mal einführen, mit kurzen Abschnitten. Nick, da wollten wir auch eigentlich immer nochmal ein Video zu machen, so zu Koppeltraining, ne? Ja, aber ich für die Langdistanz brauche ich ja nicht so richtig viel Koppeltraining. Ah, wir brauchen hier irgendwann nochmal so ein Multikoppel, Alter, da freue ich mich jetzt schon. Du filmst dann, du bist dein Kamerakind, ja, ja, oder? Mach, bin ich dabei. Ja, ja. Also sehr spezifisches Training, das kann aber auch sein zum Beispiel, dass man, wenn man weiß ich nicht, in Davos oder weiß ich nicht, das ist ja jetzt so der Wettkampf, wo man viele Berge fährt, dann trainiert man vielleicht nochmal mehr auf dem Rennrad und lange Anstiege, wenn man die Möglichkeit hat. Ja? Das wäre jetzt hier zum Beispiel ein spezifisches Training. Und das heißt, diese akkumulierten Inhalte, die transmutieren wir jetzt zu einer spezifischen Anpassung. Weil dann geht es in der Realization, die ist auch sehr viel kürzer. Ich habe das versucht auch so ein bisschen, also das ist ja deutlich mehr Raum als hier und dann nochmal hier. Also das sind jetzt von mir aus so, sagen wir mal, 12 Wochen. Das sind so, ja, 4 bis 8. Und hier sind es eigentlich nur 2 Wochen. Also ich hätte es noch weiter straffen müssen oder stauchen. Ja, sieht man gut am Schaubild, das ist klein. Ja, du kennst ja meine Schaubild. Ja, also in der Realisationsphase, übersetzt, geht es also eigentlich im Tapering darum, jetzt die nötige Ruhe reinzubekommen, sich auf den Wettkampf vorzubereiten, der hier am Ende steht. Das Ganze kann man dann, also wir verwenden ja hier das Block Training. Das sind die einzelnen Blöcke, aber ich habe es kombiniert mit der Blockperiodisierung, weil die Blockperiodisierung, das ist quasi diese Abschnitte, die werden von den Ishurien so verwendet. Man darf ja nie das Blocktraining mit der Blockperiodisierung verwechseln. Ich habe es jetzt aber hier mal kombiniert. Theoretisch kann man das ganze Jahr, wenn man zum Beispiel Ligastarter ist, 5 bis 8 Mal zum Beispiel wiederholen. Wenn man jetzt Langdistanzler, Mitteldistanzler ist, kann man das sicherlich für die großen Wettkämpfe, darauf bezieht sich das jetzt, sind jetzt keine 10 Kilometer Wettkämpfe, Testwettkämpfe drin oder ich weiß nicht, noch ein Duathlon, den man in der Vorbereitung macht, im April, Mai sind ja viele. Darum geht es jetzt nicht, sondern es sind die Hauptwettkämpfe. In der Liga sind es vielleicht 5 bis 8 und auf der Mittel- und Langdistanz eher 2 bis 3. Kann man diesen Abschnitt immer wiederholen. Ja, natürlich ist klar, wenn man das 5 bis 8 Mal macht in der Liga, bei Liga-Wettkämpfen, dann ist das natürlich stark zusammengestaucht. Dann schafft man wahrscheinlich auch manchmal gar keine Akkumulationsphase mehr, weil wenn der Abstand irgendwie nur 3 Wochen ist, dann macht man nicht 1-1-1, sondern das lässt man komplett weg, macht vielleicht noch eine halbe Woche Erholung, macht dann hier Transmutation nochmal und dann schon wieder Tapering. Das ist dann das, woran ihr das Ganze anpassen müsst. Aber deswegen habe ich diese allgemeine Abbildung nochmal gemacht oder genommen, damit ihr quasi damit arbeiten könnt. Weil ihr fragt uns ja auch mal, wie kann man hier diese statischen Pläne anpassen? Was kann man weglassen? Was kann man hinzufügen? Allgemein kann man auch sagen, dass die Accumulation, das ist ja ein langer Zeitraum, gerade im Winter könnt ihr euch da sehr viel Zeit nehmen. Das ist eher so diese Base Phase, ne? Also diese Base Pläne. Das ist eher Build und das ist dann eher Peak. So, das sind natürlich insgesamt 36 Wochen, aber ihr könnt dann ja auch immer entsprechend nochmal Schwerpunkte setzen und einen Block oder einen Plan kürzen, aus einem Block nochmal 4 Wochen nehmen, aus dem anderen nochmal 4 und aus dem Peak-Plan zum Beispiel die letzten 2. Dann habt ihr das auch gemacht, um euch nochmal auf eine Mitteldistanz vorzubereiten. Wir wissen, dafür braucht ihr dann diese Training Peaks pro Account heißt das, glaube ich, ne? Mit dem Baseplan geht das nicht. Genau, dass man es verschieben kann, die Einheiten auch. Das ist das Einzige. Genau. Das fragen auch immer noch mal ganz viele, hat man es auch noch mal gesagt. Ja. Also der Basis-Account reicht für die Pläne. Sobald ihr aber rumschieben wollt, braucht ihr halt die Pro-Variante, die 10, 11 Euro im Monat, Dollar. Irgendwie so. Guckt kostet nach, Jahresabo ist noch billiger, genau. Ja. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, weil ihr habt ja das ganze Wissen im Grunde schon. Haben wir euch ja schon alles gezeigt. Aber ihr könnt es auch dann anwenden. Und ja, wir haben einfach Bock darauf, euch diese Basispläne anzubieten, diese Pakete. Aber ihr sollt damit ja arbeiten können. Weil, ja, wir haben es ja immer wieder gesagt, wir haben euch eigentlich dazu ausgebildet, euch selber zu trainieren. Und ja, diese Gerüste, die wir euch vorgeben oder mit an die Hand geben, die sollen ja für euch die Grundlage sein, so das Ganze nochmal zu verschieben. Wir hoffen, dass jetzt alle eure Fragen beantwortet sind. Nee, meine noch nicht. Oh, ich hab noch eine. Ich wollte schnell abwürgen. Ja, die ist jetzt nicht nur Periodisierung, aber gerade wo du wieder über Anpassung, weil es auch da steht, der Fowler Max gesprochen hast und gesagt hast, der Kohlenhydratverbrauch geht da runter. Ja. Bei mir ist es ja bald soweit, dass ich in diese Phase komme, wo wir die Fowler Max für den Ironman senken müssen. Ja. Wenn da jetzt mein Kohlenhydratverbrauch sinkt, habe ich ein bisschen Angst, dass ich weniger Haribo essen darf. Ja, ist so. Können wir das dann auch irgendwie umgehen?
Dass ich einfach für den Ironman mehr VO2 Max noch mache und dann weiter, weiter viel Scheiß essen kann? Das ist limitiert, würde ich sagen. Also es bringt dir dann mehr, gerade wie lange Distanz, die VO2 Max zu senken. Du ja, fand ich nur spannend. Können wir nochmal ein Video drüber machen, weil im Thema Gewichtsmanagement, was wir halt letztes Mal hatten, da haben wir genau über dieses Thema gesprochen. Also du kannst auch weiterhin dann Haribo essen. Okay, gut. Ja. Ciao. Weil es wird ja noch ein paar intensive Inhalte geben. Und zum Beispiel im Carboloading, weißt du selber, da wird das Haribo sicherlich noch mal kommen. Ja, da ist ja eine ganze Packung. So eine große. Genau, so eine Tonne. Tonne. Das ist aus der Metro. Ja. So ein Kilo. Und ja, und so weiter. Also, gut, hat jetzt nichts mit Periodisierung zu tun, genau. Aber ich bin gerade drauf gekommen. Sorry. Du bist zufällig auf Haribo topic. Gekommen, das kommt aber selten vor. Ja, ja. Okay, also, wenn jetzt noch Fragen sind, haut's hier in die Kommentare oder unter jedes andere Video. Mittlerweile haben wir das ja ganz gut im Griff, aber vielleicht eher hier drunter, weil wenn andere das Video sich anschauen, können sie dir erstmal in die Kommentare schauen, nachlesen. Und vielleicht haben wir schon beantwortet. Ja, wenn ihr meint, dass diese Krakelei war irgendwie zielführend und hilft euch, dann gebt einen Daumen hoch. Wahrscheinlich habt ihr eh schon den Kanal abonniert. Wenn nicht, runter. Ganz schnell machen. Aber ganz schnell. Gerade wenn ihr weiblich seid, weil wir haben immer noch zu wenig Frauen auf dem Channel. So sieht's aus. Und aber es steigt. Es steigt stetig. Jetzt bist du ja mehr im Bild. Vielleicht kommen dann mehr. Ja, deswegen machen wir das ja. Und ja, wie gesagt, alle Fragen in die Kommentare. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.